Hat sie einen Architekten in sich entdeckt? Ist das ein. Nein, das ist wieder ein was zum Lesezettel, Lesen, natürlich. Du bist der Lesebär hier. Also der Hammer. Ja. Bin ich froh, dass ich das nicht machen muss. An unser gesamtes Personal von Dr. Pulley. Darum 19. April 1934. Da gehen wir aber weit zurück. Betreff: Deckeneinsturz im Heizungskeller. Sehr geehrte Damen und Herren, der durch einen Rohrbruch in der Wäscherei verursachte Wasserschaden hat zu einem Deckeneinsturz im Heizungskeller geführt, wodurch es zu schweren Schäden an der Heizungsanlage und Wasserzufuhr kam. Aufgrund dieser Umstände haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, den Spa sofort zu schließen, bis Reparaturarbeiten durchgeführt werden können, was womöglich einige Monate dauern wird. Die Gäste werden derzeit informiert und gebeten, ihre Zimmer bis zum Abend zu räumen. Mit freundlichen Grüßen, H. Pulley, Dr. Harold Pulley. Rechnung Columbus Spa. Strukturelle Reparaturen $350.000, Reparaturen der Heizkessel $150.000, Einrichtung $80.000. Das können wir nicht bezahlen. Ja, vor allem musst du bedenken, 1934. Das sind mehrere Millionen, glaube ich. Inflation dazwischen. Ja. Oder? Ja, kannst wahrscheinlich schon locker das Dreifache fast rechnen. Mindestens. Da guck, weil du wieder sagst, hier wegen, da kann ich nicht drüber. Das sind Klamotten, das sind Klamotten. Ich hab mich da gerade getäuscht. Ich dachte, das ist eine Höhle, ein Eingang, aber dann sind wir nur da drüber gesprungen. Und da dachte ich. Das ist auch ein großer Moment. Du bist vernagelt. This way? Also mit Wellnessurlaub ist wohl nichts, ne? Können wir die Tür vielleicht aufbrechen, oder? Ich stelle mir gerade die Frage, wo geht's denn überhaupt lang? Ja. Also da ist... Wo sollst du denn jetzt hier... Was ist denn da hinten? Wie kommt er dahinter? Ach so. Aha. Da hat sich da durchgequetscht. Naja. Mit solchen Tricks arbeiten die jetzt seit neuestens. Ich verstehe. Verstecken auch noch hier im Horrorhaus. Am Schluss ist einer von denen der Mörder. Ah, da geht's hoch. Mhm. Dann gucken wir uns aber erstmal hier noch schnell um. Ja, ist der Liegestuhl aus der Hölle. Da kommst du nicht vorbei. Der Liegestuhl aus der Hölle. Ist der Gandalfstuhl. Du kommst nicht. Vorbei! Gut, dass die Lords aussehen. Was ist eigentlich mit der da hinten? Die ist immer noch gebannt hier, ne? Ja, die wird, die wird gleich schreien, wenn du da oben bist. Ah ja, da, die Puppe hat sie wahrscheinlich gesehen, ne? Ah, das Hübsche. An alle Gäste mit Grabehandlung, bitte versammeln Sie sich bei den Türen am Empfang. Die Puppe ist total unrealistisch. Das ist so düster hier, ne? Ich finde das wirklich sehr düster hier. Er ist halt ein Horrorspiel. Aber wäre auch mal geil, so ein Horrorspiel wirklich so im Hellen, wenn es dann das schafft. Hat das nicht mal, wie hieß denn diese eine Reihe, die da auch so relativ bekannt ist, was Horrorspiele angeht? Haben die nicht mal irgendwas in so einem Wüstengebiet gemacht? Das Foyer-Schild? Wo das wohl hinführt? Welche Reihe? Amnesia oder sowas heißt die doch, glaube ich, oder? Nein. Ich dachte, ich habe da dann in einem Podcast drüber gehört gehabt. Dass das halt dann relativ hell war und dementsprechend diese Angstmomente gar nicht so wirklich zur Geltung kamen. Öffnen? Okay, wir öffnen das mal. Oder wir öffnen das nicht. Ich versuche, sie zu öffnen. Ihr sucht weiter nach einem anderen Weg raus. Wir sind hier nicht alleine, ja? Melonenman ist wieder da. Ja. Also, wir haben hier noch einen anderen Ausgang. Ob der funktioniert? Ist auf jeden Fall heller. Ja, komm, durch. Mark, hilf mir mal. Ich glaube, wir kriegen dieses Ding kaputt. Noch kaputt als ohnehin schon. 3, 2, 1, los! Komm, jetzt unerwartet. Kate? Was ist passiert? Wir kommen zurück, bleibt da! Beeilt euch! Das wage ich zu bezweifeln. Oh, das tat weh. Der Rückweg ist versperrt. Was? Das steht nicht im Skript. Eine Sauna?
Ist mir alles immer noch lieber als diese Metzgerei. Das werden wir noch sehen, mein Freund. Das werden wir noch sehen. Ja, wahrscheinlich schon. Okay. Es ist so finster. Renn mal weiter, damit wir was sehen hier. Da ist wieder schon Obolus. Oh, da war doch was durchs Bild geflutzt, oder? Mhm. Das ist die Karte hier von dem Grandson Tumor. Das muss die dritte gewesen sein, ne? Ja. Zwei haben wir noch. Hä, wo weißt du das? Hm? Stand da oben links. 3 von 5. Ach so. Jetzt sind wir auch unter den Sammelkartenspielern gegangen. Na klar, Trading Card Game. Ich hätte eine von Grandson Tumor. Was hast du? Ich habe auch eine. Wollen wir tauschen? Ja, für $3.99 kriegst du die vierte Karte. Da kann ich drüber. Habe ich jetzt noch irgendwo was ausgelassen? Da kam ich her, oder? Nee, ja. Ja, doch, da ist die Sauna. Da kam man her. Gut, dann müssen wir da jetzt wohl rechts da über den... Na dann, hopsen wir rüber. Kiste. Und hops. Die Gute ist ja sehr sportlich. Ist links eine Tür gewesen? Was? Was ist denn die Tür? Ja, das ist ein Eingang. Natürlich. Mein Gott, du siehst was, was ich nicht sehe. Und das ist Tür. Ja, ich will ja dich lesen sehen. Jesse, ich kündige mir sofortige Wirkung. Wenn du das hier liest, werde ich die Insel bereits verlassen haben. Such nicht nach mir. Ich kündige. Mir reicht's. Monika. Ich wage zu bezweifeln, dass Monika die Insel verlassen hat. Warte mal, war das nicht... Hatte die nicht... Hatten wir nicht irgendwie... Dass sie eine Puppe findet? Hatten wir, ne? So als Vorahnung. Ja, aber die war gesessen, nicht gelegen. Okay. Das ist keine Puppe. Doch, das ist eine Puppe. Laura Murphy. Leidende Elektroinstallateurin. Das sind halt genau die, die halt das Hotel da aufgebaut haben, ne? Ja, es waren quasi die ersten, also die Probeläufe. Ob das auch alles so funktioniert, wie es soll. Mhm. Genau. Die haben somit sozusagen die Abnahme gemacht, ja. Dass die sich nicht gewundert haben, warum sie so viel Geheimtüren und sowas gemacht haben. Du hast links wieder eine Tür übersehen. Was? Da, jetzt rechts. Ach, tatsächlich. Aber die Tür ist unpassierbar. Doch immer so, wenn man selber spielt, kriegt man vielleicht teilweise gar nichts mit. Oder nicht so viel mit. Ah, das ist die andere Seite. Warte mal, da müsste aber jetzt Kate sein. Wo ist Kate? Ich gucke erstmal mich da oben, bevor ich da jetzt was... Ich will jetzt wissen, was... Oh Gott, da ist schon wieder eine Tür. Oh, ich trau mich nicht. Das ist wieder so eine unpassierbare Tür. Ich gehe nochmal kurz zurück. Und da geht's weiter. Meins? Ja, da war. Wenn die KI da okay, steht, dann geht's da weiter. Gut. Dann gucke ich jetzt erstmal die Tür hier an. Ein Rabe. Das ist ein Rabe? Ja. Was macht hier drin ein Rabe? Ah, was macht der hier drin? Ich würde mir eher um den Sorgen machen, nicht um den Raben. Da hinten ist eine Tür, ne? Ob der da wartet? Ja. Keine Ahnung. Wollen wir da mal reinschauen? Oh Gott, ist er da drin? Ich weiß es, ist er da drin? Wenn da noch eine Tür sein sollte in die Richtung, da können die Chancen da sein. Sieht bisher nicht so danach aus. Ein Münzchen. Mit einem damit. Vögelchen. Oh, das war ein Zehner.
Jackpot. Oh, da hängt einer. Ist das eine Puppe? Das ist eine Puppe, ne? Was ist nur eine Puppe? Frank hält was? Frank Holt. Ups. Oh Gott, ich vergesse immer. Dass du das nie lernst, mal die Karte endlich zu halten. Ja, Entschuldigung, die war so schwer, die musste ich sofort wieder ablegen. Projektingenieur. Bauingenieur, aha. Ten. Frank Holdeman. Naja, eigentlich heißt jetzt Frank Hangman. Hangman, ja. Vorher war der Holdeman. Jetzt ist der Hangman. Den haben sie hängen gelassen, nicht die Bauleiterin. Mhm. Also der Typ hat echt einen an der Klatsche, ne? So ein Puppenfetisch ist ja nicht normal. Nee, ich finde sowas übelst gruselig. Übelst. Nee, weißt du, was gruselig ist? Wenn du jetzt da läufst, drehst dich um, auf einmal stehen die Puppen ganz woanders. Das, ja, das ist gruselig. Auch gruselig. Also ja. Ach, da kommt man. Ah, da kann man klettern. Moment mal, wenn man da klettern kann, dann will ich erstmal in die andere Richtung lunsen. Ah, geh mal an die Pinnwand. Sekunde. Hat er was gekuschen? Ich glaube, da ist irgendein Viech vorbeigelaufen. Nee, Pinnwand ist aus. Na dann. Schwing dich nach oben. Er guckt schon. Wieso kannst du deine Taschenlampe jetzt sagen? Achso. Bleib dran. Natürlich. Trau mal darauf, dass ihr die Taschenlampe nicht Batterieprobleme bekommt irgendwann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was zur Hölle war das? War nur eine Puppe. Ja, ich weiß, aber die war plötzlich ganz schnell weg. Die hat es eigentlich. Das war eine sehr scheue Puppe. Veto. Okay. Warte mal, ob die KI, wo die KI hinläuft. Ja, die läuft nicht mit, ne? Ja, weil die aber auch gesagte Gas ist, oder? Ja. Achso, ja, okay. Ein Schloss. Schön, dass wir es gesehen haben. Vielleicht kriege ich mal ein Achievement, ja. Wir haben alle Schlösser gesehen. Wir sind die Schlossmeister. Ich hab da Angst, dass da unten wieder was rauskrabbelt. Oder was rausgreift und mich dann auch noch packt. Meins schreitet dann. Erlebnis. Hier ist Jimmy. Spiel mit mir. Nein. Ist das Ace oder? Nee. Oh Gott. Da unten ist ja noch düsterer als oben. Ich wollte gerade sagen, es wird immer dunkler. Oh Mann, ey. Es muss einen Ausweg geben. Ja, es gibt mit Sicherheit Auswege, aber nicht da, wo wir sind. Meine, ach du heiliges Kanonenrohr, du. Da liegt ja ein Vermögen. Weißt du, wie viel Euro da momentan wert sind? Weiß ich nicht. Herrgott. Ein Münzchen. Zumindest mal bin ich hier der Pfennigfuchser. Es war aber nur eins wert. Oh, nix kannst du. Sag mal, wieso habe ich eigentlich zwei Charaktere und gefühlt schon wieder 80% der Spielzeit? Was ist denn da los? Dafür habe ich drei Charaktere und weniger Spielzeit. Ja, das, aber ich finde das hier definitiv ein bisschen unfair verteilt, ja. Andererseits muss man sagen, wir sind uns ja nicht so sicher, ob du überhaupt noch zwei Charaktere hast. Ja, sicherlich. Oder sagen wir mal so, wenigstens 81% von der anderen noch. Ein bisschen Schwund ist ja immer. Sag mal, wo ist, geht's denn jetzt hier weiter? Hallo? Hä, da wo du gerade warst, dachte ich. Da? Nee, da bist du hergekommen. Nee, warte mal, jetzt musst du nach links. Weiter warte mal, oder? Nee, weiter also da jetzt gerade aus, glaube ich. Mal gucken. Da vielleicht kann man. Jetzt läufst du wieder im Kreis. Dann läufst du im Kreis. Ja, aber hier ist ja auch Sackgas. Ja, dann hier. Sagt er so einfach. Ach, guck hier. Mal hier, runter. Nee, Die macht nichts. Ich drück doch A. Drück noch mehr A. Intensiver, verdammt nochmal. Drück A. Streng dich an. Das ist, schau mal. Das ist unüberwindbar hier. Guck mal.
Okay, ich habe jetzt echt ein Problem. Ich habe einen kleinen Raum, ich habe wenig Licht und ich habe keine Ahnung. Warte mal, kann man hier... Ah, da kann man drauf hopsen. Nein, doch A. Ah! Sag das doch gleich. Man sieht aber auch nichts. Also ich denke, beim Stream ist es noch schlimmer. Beziehungsweise im Video. Aber wir sehen auch fast nichts. Also ihr verpasst gerade nicht viel. Oh Gott, ich spiele gerade blindes Huhn und darf jetzt balancieren. Oh, viel Spaß. No point just standing around. Gut, ich hätte es natürlich einen Special Trick anwenden können, ne? Links, rechts, links. Da war was. Was sagt sie? Herunterspringen. Das sieht so nach dieser Lara Croft, ich sterbe gleich Nummer aus hier. Das ist aufgespießt in irgendwelchen alten Metallrohren. Naja, gut, komm. Never ever würde ich da herunterspringen. Okay, ja. War doch unspektakulär. Hey, Arena. Staying alive. Das ist Motto des Abends. Warte mal, hier kann ich jetzt wieder hochklettern. Ich habe komplett die Orientierung verloren. Ja, das ist doch jetzt einfach nur wieder, wenn ich jetzt hier runtergefallen wäre, oder? 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 Nee, dann geht's weiter. An die Wand. So, ruhig Blutmädel. Guck mal, da hinten ist es hell. Die lässt sich aber auch Zeit. Ich weiß ja nicht, wie schnell du da über so einen... So, Abschnitt. Mark, hilf mir hier bitte gerade mal. Schon wieder. Gerade so. Jetzt finde doch mal den Lichtschalter. Tja, deswegen haben die auch Taschenlampen, damit sie hier keine Lichtschalter brauchen. Spart ihr alles Strom? Deine Taschenlampe brennt. Ha. Oh. Ach ja. Ah, das ist der Hangman. Der Hangman ist da. Ja, genau. Ich stützte rein. Nein, ich muss nochmal anfangen. Nein, bitte nicht. Kriechen. Wird alles von dir abverlangt. Alles. Aber wirklich, also ich mache hier so viele olympische Disziplinen, ne? Wenn die hier rauskommt, hat die mit Sicherheit eine Goldmedaille verdient. Ja, wer kennt die Disziplin nicht, ne? Kriechen. Kriechen. Oh oh. Das sieht nach. Wir haben eine neue Herausforderung. Nein. Oh, doch. Nein. Ich habe doch keine Ahnung, was hier richtig und was falsch ist. Das ist immer ein gutes Ding mit einer Zeituhr. Sei still. Nein. Meine Herren. Nein. Bitte, sei still. Bitte. Drück mal den Knopf. Nein, ich drücke hier erstmal noch keinen Knopf. Ich gucke mal, was die Zeit läuft gerade ab. Ist das eine Art Botschaft? Wirklich schon ab? Uns Angst, ich glaube schon, ja. Oder uns was sagen. Wo ist denn da die Uhrzeit? Oder? Ja, die läuft ab. Wo ist denn da die Uhrzeit? Ach, da. Ja, in der Mitte. Nein, die läuft nicht ab. Die war immer noch bei 9. Nee, ja, deine Entscheidung. Was hat denn der da? Was haben denn die da eigentlich dastehen? Das sind so Ketten, so Sägen, oder? Naja, ich befürchte. Guck mal, da unten ist eine Falle, wo der links drauf steht. Ja. Ich denke. Die Kette wird rangezogen und einer wird überleben, der andere, naja, gibt's doppelt. Weil das Rad sich da dreht, das Sägeblatt. Also zwei halbe dann. Ja, genau. Und ich vermute mal, wenn wir da drücken, sehen wir, was passiert und das wird uns dann auch blühen. Und dann sehen wir, was man vielleicht dagegen tun kann, eventuell. Das ist so meine Vermutung. Na gut, push the button, let it go. Oh. Das ist ein Schlüssel. Ach so, mit dem Schlüssel kommen wir in die Lobby. Ja.
kämen wir in die Lobby? Ja, ich muss da jetzt irgendwie rauf, oder? Lass mich mal gucken. Das ist so, die Tür ist doch verschlossen. Also wenn nicht. Wir haben ja gelernt, wenn die Tür ein Schloss hat, kann man es aufmachen. Diese hier nicht. Oh, die Tür hat ein Schloss, die kann man aufmachen. Die braucht ein Schloss. Also die braucht einen Schlüssel. Das Schloss braucht einen Schlüssel. Mein Gott, oh Gott, oh Gott. Ich möchte das nicht. An was für ein Ding erinnert mich das? Oh Gott, das haben die selbst wieder. Oh Gott, die armen Schweine haben das selbst erlebt. Ryan Hart, leidender Abbrucharbeiter, ja. Ey, ich will auch einen Beruf haben, wo ich irgendwas mit Demolition drinstehen habe. Das ist ja geil. Der Demolition Alex. Ja, das ist dein Beruf, Demolition Man. Geil. Ach nee, warte mal, das ist ein Film von Sylvester Stallone. Nee, ist nicht so geil. Da ist bestimmt auch noch eine Karte von ihr da, oder? Spa eine Master. Halbe. Spa Generalschlüssel. Keine Karte? Nun ja. Man weiß nicht, wer sie war. Nun denn. Jetzt zaubern wir. Wir machen, dass die Tür aufgeht. Andererseits, sie hat doch ihr ganzes Hacker-Werkzeug dabei. Hätte die sich nicht einfach da reinhacken können? Also, weißt du, mit ihrem Werkzeug? Na sicher. Das wäre doch viel zu langweilig. Wir nehmen ganz oldschool den Schlüssel. Weißt du, mit so einer Schlüsselöffnungsfunktion wie in Skyrim? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Hä? Moment. Ja. Aber was? Sind wir. Okay. Du meinst so eine Dietrich-Schlüsselfunktion? Ja, genau. Oder? Ach Gott, hör mir bloß auf, du. Was ist immer da krampf schlecht hin, du. Ich weiß noch. Ach Gott. Ja, jetzt fällt mir wieder ein hier bei Gothic, weiß ich noch, das war immer ganz schlimm, da hattest du, wenn du so Dietrich dabei hast, dann musstest du immer links, rechts, links, rechts, links, 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 rechts oder sowas machen. Ja. Und das war damals, das kann ich mich erinnern, da habe ich mir immer das Zeug mal aufgeschrieben gehabt. Ja. Vorher gespeichert und dann abprobiert. Genau, gespeichert, die Dietriche verbannert, irgendwann die Kombination aufgeschrieben, wieder neu geladen und dann mit einem Dietrich quasi das Ding geknackt. Ja. Ja, weil auch Dietrich absolute Mangelware waren. Ja. Außer du warst Schmied, dann kannst du, glaube ich, selber welche bauen. Das stimmt. Ich glaub schon, ja. Ich bin mal gespannt, das soll doch jetzt auch irgendwann mal das Remake kommen. Mal gucken, was das kann. Ich hoffe, dass sie eine andere Kistenöffnenmechanik haben. Ja, das wäre ganz hilfreich, ja. Die Puppe da, die stand da vorhin so rum, ne? Eigentlich. Wenn das hier. Warte mal, da hinten ist doch die Dinge. Warum steht denn jetzt Katie hat schon wieder darum? Gerade eben war sie noch weg. Ja. Die traut sich was. Ich habe ja noch nie den ersten Teil von Gothic gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nur den zweiten Teil. Was? Ja. Mir fehlt auch noch das Ed und die Nacht des Raben. Das muss ich auch noch. Was? Irgendwann mal. Ja. Da würde ich dir aber die, also Anführungszeichen Remaster-Version empfehlen. Ja, da kannst du ja auch viel modden, ne? Mit Text oder nee, nee, die haben doch mal vor gewisser Zeit alle drei Spiele nochmal in so ein Bundle rausgebracht. Da haben sie den ersten Teil ein bisschen überarbeitet, auch mit den Funktionsweisen, ja. Okay. So, wir untersuchen jetzt aber erstmal das hier. Hier. Weg mit dem Schreibtisch. Hallo? Mark? Jamie? Hier. Kate. Wir sind okay. Wir sind okay. Oh, Gott sei Dank. Wir haben einen Schlüssel. Nichts wie raus hier. Der Schlüssel ins Glück. Abwarten. Je öfter ihr das bringt, mit es läuft noch jemand am Schluss da rein, desto unwirksamer wird's. Hör das? Sonst kleine Manöverkritik. Hier lang. Oh. 181? Ja, das ist kein gutes Zeichen. Ah, der Schrank.
Du hast ja noch was im Schrank vergessen. Ja, aber ich muss nicht steuern. Kleine Asthma-Heldin. Hat ja gut geklappt. Moment, gibt es mehrere von denen oder ist es zeitlich einfach verschoben? Na, ich vermute mal zeitlich. Nein, 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 kalt ist scheiße. Aber da war Licht. Ich spiele heute nimmer. Ich wollte sagen, sag mal, das ist irgendwie... Oh Mann, ey, ich sehe schon, ich habe richtig den Joker hergezogen, hey. Wir haben Zufall gemacht. Ja, ich weiß, trotzdem habe ich den Joker gezogen. Ist die nächste drin, ja. Oh, wegen Bell. Kate! Das ist... Oh, shit. Dann müssen wir uns doch entscheiden zwischen A und B, ja? Ey, bitte mach jetzt nicht schlapp. Holt mich hier raus! Natürlich. Die eine Liebschaft und die andere Liebschaft, ne? War ja klar. Mhm. Wobei, beides ja noch keine richtigen Liebschaften sind. Die eine ist vorbei und die andere hat noch gar nicht richtig angefangen. Ich glaube, die eine waren schon zusammen. Beide waren sich schon zusammen. So wie habe ich das verstanden, dass beide schon zusammen waren und sich dann irgendwie doch wieder getrennt hatten. Und die eine bandeln wieder an. Also die zwei Mädels. Ich kann nicht atmen. Was Asthma-Spray? Diese Fenster sind fest verschweißt. Er will. Gut, kein Sauerstoff zugegeben. Warte, schau mal. Ein Regler. Sorgt er für Luft? Nein. Nein, nicht beide. Der saugt sämtliche Luft ab. Die Person, zu der wir den Hebel schieben, wird sterben. Was? Tu doch was! Ich hätte es jetzt anders interpretiert, wenn ich ehrlich bin. Oh mein Gott! Ach so, naja, gut, das ist immer die Frage. Wenn wir nichts unternehmen, sterben sie beide, Mark! Jamie! Bitte! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Bitte hilf mir! Wir müssen wählen! Jetzt! Fuck, ich muss es wirklich? Das ist doch vertauscht, oder? Es gibt auch die Option, gar nichts zu machen. Okay, ich lass einfach mal. Ich weiß es nicht! Mir leid, Aaron. So leid. Fuck. Sind wir beide getötet? It's Charlie. Warum? Warum? Ich habe. Nein, also ich hatte eigentlich gehofft, dass wir Aaron wenigstens die irgendwie durchkriegen. Okay, die ist jetzt wirklich tot, aber. Ich habe Fragen. Warum ist jetzt sie gestorben und nicht. Sie ist tot. Sie ist tot, verdammt nochmal! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich war wie eingefroren. Es ist okay. Du musst nichts sagen. Wir können nichts dafür. Das macht alles Dumet. Er spielt mit uns. Jemanden Plan? Vergesst seine Spiele, Fallen und den Mist. Denkt an die Killer in unseren Berichten. Sie haben alle eine Schwäche. Wir sollen ihn also zum Tee einladen und analysieren? Nein, wir sollen unser Hirn benutzen. Es ist Charlie. Das hat sie geschrieben. Es ist Charlie. Das muss doch was bedeuten, oder?
Hat Charlie etwas mit all dem hier zu tun? Wie? Er hat uns hergebracht. Er bestand darauf. Erzähl keinen Blödsinn, das ist doch verrückt. Wir können ewig mutmaßen, aber wenn wir hier sterben, ist das egal. Ich spiele nicht die Detektivin, ich will überleben. Detektivspiele werden uns retten. Spielen wir seine Spiele, gewinnt er. Wir müssen schlauer sein. Er will die Gruppe nach und nach trennen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wartet. Er könnte uns gerade zuhören. Wo sollen wir hin? Zurück zur Fähre. Die ist doch schon weg. Sie hängt an der Kette, vielleicht lässt sie sich holen. Vielleicht, reicht mir nicht. Der Leuchtturm. Wir könnten ein Notsignal senden. Über den See patrouillieren Polizeiboote, oder? So weit draußen? Leuchttürme sollen kilometerweit zu sehen sein. Nimmst du das hier auf? Ohne Beweise wird uns niemand glauben. Du willst, dass ich aufzeichne, wie er uns töten will? Und die Leichen. Für die Cops. Hört mal. Die Wände bewegen sich wieder. Kate, warte. Wir müssen zusammenbleiben. Scheiße! Kate! Thema. Er will uns auseinanderbringen. Warte! Doof kann man eigentlich sein. Die eine rennt weg. Ja. Jamie! Danke. Bam.